Moin moin und herzlich willkommen zurück zu March and Blade. Ein Spiel, was mir ein bisschen sehr gefallen hat und deswegen spielen wir es auf jeden Fall auch erstmal weiter. Erstmal weiter klingt so negativ. Nee, eigentlich überhaupt nicht negativ gemeint. Wir sind immer noch in der Kampagne und ich muss gleich mal wegen dem Ton gucken. Mein Mikrofon wird erkannt, das ist gut, aber der Ingame-Ton ist ein bisschen sehr laut. Und das scheint auch von der Lautstärke so zu bleiben. Deswegen regeln wir den doch mal kurz runter. Damit ihr keinen Herzinfarkt bekommt und auch meine Stimme verstehen könnt. Auch wenn ihr das vielleicht gar nicht wollt. Ja, letztes Mal sind wir bis in Welt 10 gekommen. Ich habe so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Weil ich habe mir mal geguckt, wie lang dieses Spiel geht. Und es gibt wohl nur 20 Kapitel und die Spieler haben 10 Stunden gebraucht. Und ich habe jetzt nach 2 Stunden bin ich im 10. Kapitel. Das heißt, entweder die anderen sind alle unfassbar scheiße. Oder das Spiel wird jetzt so ein richtig krasses, schweres Farmspiel. Aber wir gehen mal in Den Westdam oder so ähnlich und gucken. Eventuell bin ich ja auch gut. Nein, das kann nicht sein. Hört es an meiner Stimme. Ich bin ein bisschen erkältet. Also muss ich mal gucken, inwiefern ich heute die Zeit aushalte. Klingt so negativ, aber ihr wisst ja, wie das ist mit Erkältung. Und ich probiere mal weiterhin auf die Vierer-Kombis zu gehen. Deswegen baue ich hier gerade so ein bisschen komisch. Weil, wie ich ja letztes Mal gelernt habe, bei den Vierer-Kombis hat man mehr Züge oder kriegt einen Zug zurück. Und das schien mir eigentlich relativ sinnig. Deswegen machen wir das weiter. Und es hat ja auch letztes Mal ganz gut funktioniert mit diesen Vierer-Kombis. Von daher, ja. Gucken wir mal, wie weit meine Stimme aushält. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Also, wie gesagt, das hatte mir so ein bisschen. Hatte mich ein bisschen irritiert. Ich habe dann auch noch einen anderen, also ich habe mir das natürlich nicht angeguckt, aber auch noch bei einer anderen Person gesehen, die hatte auch 10 Stunden gebraucht und da dachte ich mir so, okay. Heißt das jetzt, das Spiel wird eklig schwer? Womöglich, also man weiß es nicht. Auf jeden Fall mal öfters, glaube ich, auch mal wechseln. Wobei ich nicht mehr genau mit dem Swap, muss ich mal gucken, inwiefern man die pro Runde wieder neu kriegt, das weiß ich schon gar nicht mehr. Achso, ich habe das Spiel natürlich nicht weitergespielt seit letzter Woche. Logischerweise eigentlich sollte man das wissen. Okay, ja. Ich überlege gerade, ob ich mich noch an irgendwas von diesem Level erinnere. Tatsächlich nicht. Achso, da unten steht immer, genau, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Vierer-Kombis will der Herr. Der feine Herr will Vierer-Kombis. Ich würde einfach auch erstmal sagen, wir gehen mal auf viele Einheiten, auch wenn das jetzt vielleicht erstmal dumm ist. Okay, das war mega dumm. Aber das hatte ich ja letztes Mal auch so die Erfahrung gemacht, dass auch so ein bisschen auf Maße zu gehen manchmal gar nicht so verkehrt ist. Und ja, manchmal hat man dann ja auch durch Zufall, dass man seine Einheiten wieder so mischt, dass man wieder neue kriegt. Jetzt hier, glaube ich, auch gerade mehrmals passiert, genau. Okay, der ist fast tot. Das ist okay. Das heißt, es wäre schlau. Ich muss mir mal auch so ein bisschen angewöhnen, mit Vorschau zu arbeiten. Was ist denn Recon? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ah, okay. Da kann man gucken, welche Gegner kommen. Wie komme ich denn jetzt hier wieder? Ah, okay. Als nächstes kommt ein Glatzi-Typi. So, da der fast tot ist, mache ich mal ausnahmsweise. Ja, genau. Das passt. Und hier hinten gehen wir mal noch so ein bisschen auf Masse. Hier vorne auch. Oh, das wollte ich nicht. Mist. Ich wollte doch auf Masse gehen. Ja, und hallo Victinix, ich grüße dich. Guten Morgen. Ja, nicht ganz. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich spiele heute den zweiten Tag March and Blade. Letztes Mal hat es mir ganz gut gefallen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das jetzt vom Schwierigkeitsgrad sehr krass wird. Oh Mann, wieso fusioniert ihr alle? Ich will auf Masse gehen. Gar nicht so einfach, manchmal auf Masse zu gehen. So, hört auf zu fusionieren, ihr Schweine. Aber gut, wenn man Vierer-Kombis kriegt, für Victinix, da kriegt man wieder einen Zug zurück. Sollte man natürlich die Vierer-Kombis alle mitnehmen.
Ich glaube, das ist so ziemlich eigentlich das Einzige, auf das man wirklich achten muss. Ich meine, natürlich ist das Spiel jetzt nicht einfach oder so, also zumindest was ich gehört habe, aber naja. Meine Laune ist mittelmäßig. Das klingt nicht so gut. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut, also. Außer, dass meine Einheiten alle gerade sterben, aber damit muss ich wohl leben. Wieso geht's dir denn nur so mittelmäßig? Ich bin ein bisschen erkältet, aber mich hat's jetzt nicht so krass erwischt wie meine Frau. Von daher Glück gehabt. So, wir gehen jetzt mal einfach auf hier. Klingt jetzt dumm, was ich hier mache, oder sieht wahrscheinlich dumm aus, aber ich will einfach hier... Das erinnert mich an diesen Gag von Futurama, wo die Tetris verarschen und diese eine Wand aufbauen wollen und die Wand immer wieder anstößt. Du bist krank. Corona-Symptome. Meine Mutter hat Corona und trotzdem war mein Test negativ. Ich weigere mich, es zu glauben. Okay, Wikinex, herzlichen Glückwunsch. Dir geht es genauso, wie es mir im Januar ging. Ich hatte auch negativen Corona-Test. Und mein Vater hatte einen positiven und genau die gleichen Symptome. Also weiß ich genau, wie es dir geht, weil mir ging es ganz genauso im Januar. Aber ja, ich habe es überlebt und das wirst du hoffentlich auch. Aber trotzdem ist es natürlich übelst nervig. Hast du denn auch Geschmacksverlust oder was hast du für Symptome? Ich hatte so eine richtig eklige Augeninfektion. Das war richtig bah. So, 7 Züge habe ich noch. Die Frage ist natürlich auch, nimmt man die Züge auch mit in die nächste Runde? Das wäre etwas, was mich durchaus interessieren würde. Aber ich glaube fast, man nimmt die nicht mit. Aber da wir noch so viele Züge haben, können wir auch gerade mal tatsächlich hier Einheiten bauen. Ja, aber gut, Corona... existiert ja nicht, sagen ja alle, ne? Von daher. Das Weapon der Einheiten ist eigentlich auch so das A und O. Okay, die fusionieren gleich. Okay, jetzt nicht mehr. Ich war gerade überfordert, okay. Ne, aber ansonsten, ja, dann hoffe ich natürlich, dass es dir bald besser geht, Wikinex. Igitt, das Problem ist, ich habe jetzt zwar viele, aber die sind alle fast tot. Und das gefällt mir natürlich auch nicht. Aber das ist auch das, was letztes Mal, was mir so bewusst gewesen ist, oder ich so fand, dass man hier zwar auch auf Masse gehen muss und auf Klasse und so eine gesunde Mischung finden muss. Ich habe Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, etwas Fieber und seit gestern, warum auch immer... Ja, dann hast du das wahrscheinlich auch. Weil ich hatte ja auch so eine Augeninfektion und auch genau die gleichen Symptome wie du. Von daher, ja, aber wenn es dir ansonsten gut geht. Ich meine, ist halt nervig, aber was soll man machen? Dann lieber mit nicht so krassen Symptomen erkranken. Und hoffen, dass es einem bald besser geht. So, ihr fusioniert mal, ihr kleinen Süßen. Ja, okay, dann klingt es ja wirklich ganz okay, was du gerade schreibst. Ich bin mal gespannt, ob ich das 10. Level schaffe. Oder ob das jetzt wirklich so ein ganz krasses Farmspiel wird. Achso, ich muss ja meine Einheiten hier verschieben. Oh Gott, ach du Scheiße. Also lass mal was auch bei dir haben, das sind deine Familie, hat das erwischt, okay. Bist du quasi der Glückspilz, wenn man davon sprechen kann. So, mit der Masse bin ich gerade nicht so zufrieden. Kennst du das Spiel eigentlich?
Also, ich meine, du warst letztes Mal ja auch kurz dabei, aber bist du auch informiert über das Spiel? Okay, ja gut, ob das Impfen was bringt. Also ich bin eigentlich normalerweise, wenn es jetzt nicht der Pandemie ist, eigentlich nicht so der Impffan. Aber bei Corona bin ich auf jeden Fall Befürworter der Impfung und ja. Ja, das Prinzip ist eigentlich relativ easy. Es ist so ein bisschen wie 4 gewinnt oder 3 gewinnt. Wobei ich spiele halt auf 4 gewinnt, weil man dann einen Zug mehr kriegt. Das habe ich relativ schnell rausgefunden und als stark empfunden. Und ja, man bekämpft Monster und hat Spaß. Ich muss auch mal kurz bei den Upgrades gucken. Meine Einheiten mal wieder ein bisschen upgraden. Ach, den Barbar upgraden macht gar keinen Sinn. Ich hatte noch niemals einen. Ja, ich kenne auch Impfverweigerer und ich finde das total dumm. Ich meine, wenn es jetzt gegen eine normale Krankheit ist. Okay, aber es ist halt eine Pandemie und man schützt ja nicht nur sich durch eine Impfung, sondern andere auch. Und von daher habe ich da vielleicht eine sehr unpopuläre Meinung gegenüber den Leuten, die sich nicht impfen lassen. Aber ich finde, das ist unsolidarisch, sich nicht zu impfen. Solange es eine Pandemie ist, also Gottes Willen. Wird jetzt auch nicht bei jeder normalen Erkältung oder so sagen, impft euch. Okay, ich probiere mal wieder Vierer. Genau, ich probiere mal wieder Vierer-Kombis zu kriegen, was allerdings gerade gar nicht mal so einfach ist. Ich muss mehr mit dieser Forscher arbeiten. Wobei andererseits. Ja. Ich brauche halt gerade mal wieder ein bisschen Masse, weil ich Angst habe, dass die nächste Welle mich komplett wieder auseinander nimmt. Aber das ist so ein Spiel, das ist, glaube ich, auf dem Tablet noch mal ein bisschen cooler. Weil du da ja gerade hier so ein bisschen. Ah, scheiße, ich kann nicht mehr wechseln. Ich glaube, die Swaps übernimmt man aber von der Runde davor. Wie auf dem Tablet stelle ich mir das Spiel noch cooler vor, so schön auf dem Sofa. Da swappt man das immer so. Okay, ich habe ein Problem. Problem ist einfach, dass diese Gegner hier unfassbar krass reinhauen. Ich schaffe nicht mal die Runde 10, okay. Das ist schlecht. Ja, dann ist jetzt genau das passiert, was ich leider befürchtet hatte, dass das Spiel jetzt so in Richtung. Ja, gut, die ersten 2 Stunden darfst du Spaß haben und jetzt musst du Hardcore farmen. Ja, kann man so oder so sehen, weil meine Upgrades der Einheiten kosten so viel Geld und die werden mich jetzt auch nicht weiterbringen. Was ich jetzt halt bräuchte, wäre eigentlich. Entweder einen Zug mehr. Ich hatte ja eigentlich schon immer alles voll, ne? Also entweder einen Zug mehr oder dieses Trainingslager, damit ich bessere Standard. Oh, was habe ich? Ich habe. Nein, ich wollte das nicht kaufen. Ach, ist auch egal. Aber gut, ich gebe mir mal Mühe, dass wir hier eventuell mal weiterkommen. Aber im Moment sieht es wirklich so aus, als wenn das Spiel jetzt in den ekligen Farm-Modus geht. Ja, kann man so oder so sehen. Ich bin halt der Meinung, wenn man sowas nochmal durchspielt, dass man eigentlich nicht farmen will. Was mir hier auch fehlt ist, aber vielleicht gibt es das ja irgendwie eine Vorspultaste. Nee, gibt's nicht. Okay. Ja, so eine Vorspultaste, das wäre was. Das hätte was, okay. Ich hätte die natürlich so swappen können, dass die alle miteinander fusionieren und Haititai, aber. Ah, perfekt, danach kommen nochmal 2. Ja, dann. Hab letztens Tomodachi Life angefangen. Und Talisman. Was ist denn Talisman? Also, Tomodachi Life kenne ich natürlich. Aber Talisman sagt mir wirklich gar nichts. So,
Also euch lassen wir mal weiter hinten. Operation Menschliches Schild und so. Ja gut, die fusionieren jetzt alle wahrscheinlich. Perfekt. ja, euch mal nach hinten. Fußvolk. Oh. Ja, dann brauchen wir wieder ein paar Leute vorne. Nein! Oh nein! Ich meine, es ist natürlich gut, dass ich jetzt bessere Einheiten kriege, aber eigentlich will ich das gar nicht. Ich wollte eigentlich Masse haben. Talisman ist ein RPG-Brettspiel auf dem PC. Okay. Man kann nicht alles kennen. Vielleicht ist es aber auch hier in dieser... Ich weiß natürlich nicht, inwiefern Gegner jetzt noch Besonderheiten haben, aber... Vielleicht sollte ich auch mal probieren, höhere Einheiten zu kriegen, aber... Es ist irgendwie gar nicht mal so einfach. Das war doch mal eine gute Runde. Aber ich krieg auch immer nur... Ah, jetzt habe ich mehrere Züge dazu zurückbekommen. Das ist natürlich... Gibt auch ein Brettspiel, aber das ist viel teurer. Okay, Talisman... Sagt mir, wie gesagt, gar nichts. Ich glaube, das war dumm, was ich gerade gemacht habe. Egal. Frage ist auch, wenn ich jetzt wieder in Runde 10 scheitere, was soll ich denn da machen? Soll ich dann 400 Jahre lang diese Ingame-Währung hier farmen, oder? Was möchte das Spiel dann von mir? Ist an sich ganz lustig, aber da muss man 1 bis 3 Stunden investieren und du brauchst Freunde. Ja, im Moment wäre tatsächlich das Thema 3 Stunden eher problematisch als Freunde. Weil ich jetzt auch nicht Unmengen an Freunden habe, so sollte das jetzt nicht rüberkommen, aber... Gut, okay, hast du denn eben irgendwas gesehen, was ich hätte anders machen können in dieser Runde? Oder... Denkst du, boah, Barry, du hast so geil gespielt. Ist vielleicht ein Wunder, dass du dich durchgekommen bist. Scheiße, das war dumm. Da hätte ich die Vorschau gebraucht. Vielleicht kann man hier auch irgendwie vorspulen mit der Schultertaste oder so? Nee. Aber ich kann mir schon mal merken, dass die Bogenschützen auf jeden Fall aus der dritten Reihe auch noch schießen können. Also sollte die womöglich auch... Ja. Und dann werden sie auf einmal gläubig und gehen weg. Ja. So schnell kommt man an Priester. Ich probiere mal anzugewöhnen. Ah, wobei, nee, das war auch dumm. Ich muss mehr mit dieser Forscher arbeiten. Ah gut, die hätte mir jetzt eigentlich auch nicht geholfen. Wie wenn die Bogenschützen... Ja, ich hatte halt mächtige Bogenschützen. Dann auf einmal sitzt sie... Dem Glauben verfallen, das ist... Das ist was ich an diesem Spiel irgendwie cool finde, aber auch... anstrengend teilweise, weil du... Ach, es ist scheißegal, was ich mit euch Fatsiski mache, ihr sterbt eh. Ich meine, du willst dir deine... Ihr zahlt ja auch noch Kirchensteuern, ja, wahrscheinlich. Du willst ja deine Einheiten upgraden, aber manchmal macht es halt keinen Sinn, ne? Fernkampfeinheit zu haben. Aber gut, es ist halt nur ein Spiel, ne? Es ist alles okay. Okay, Bogenschützen, da kriege ich jetzt auch wieder einen Priester. Frage ist, ob ich hier vorne eventuell noch einen Priester hinkriege, weil dann wird der Priester ja zu einem... Ja, zu was wird er dann? Die muss ich nach hinten packen eigentlich? Okay, RIP, Priester. Ja, ein Ritter. Also ein Ritter, quasi. So, ich muss den jetzt mal ganz schnell hier weg. Ich tue den mal nach hinten. Also ich finde es halt irgendwie bei manchmal bei Spielen so komisch. Die sind erst die ersten 2,5 Stunden unfassbar einfach und jetzt...
Weiß ich nicht. Vielleicht schaffe ich jetzt ja mal die Runde 10, eventuell. Aber ich würde fast sagen, ich spare trotzdem auf die 60. Weil ich dann, ich zeig's dir mal, Victinix. Dann kann ich hier nämlich das hier benutzen. Das ist sehr schlecht übersetzt. Ich habe es extra noch auf Englisch übersetzt, aber dann kriege ich standardmäßig bessere Einheiten. Und das ist eigentlich unverzichtbar. Versuch vielleicht auch während des Kampfes drei Paare zu erstellen. Ja, das Problem ist, das wird nichts bringen. Also erst wenn der Kampf vorbei ist, vereinigen die sich dann. Und ich, meine Taktik ist im Moment eigentlich so ein bisschen auf Vierer-Kombis zu gehen, weil ich dann einen Zug zurückkriege. Na gut, der ist egal, der kann sterben. Das ist halt so meine Idee. Ich will halt auch viele Runden kommen, aber im Moment sind die Runden auch nicht das Problem, von daher. Muss mal gerade gucken. Okay, ich habe kein Swap mehr, das ist schlecht. Heilt, Priester! Heilt sie alle! Du da unten darfst nicht sterben. Also im Kampf werden die nicht fusioniert. Also nur nach dem Kampf. Vielleicht jetzt siehst du das jetzt. Zack, direkt Fusion, Fusion. Dadurch kann man sich auch manchmal ganz gute Truppen kaputt machen. Wenn aus Bogenschützen Gläubige werden und so weiter und so fort. Okay, ein Ritter. Ich muss eigentlich die Ritter nehmen. Weil ich die halt vorne brauche, verdammt. Ja, das könnte ich vorbereiten. Das geht theoretisch. Aber da man nicht so viele Swaps hat, muss ich halt auch so ein bisschen... Oh ja, jetzt ist der Priester vorne. Das ist sehr sinnig. Das ist halt das Problem. Ich habe jetzt viel zu viele Priester. Das ist halt das Dumme in diesem Spiel. Die Bogenschützen sind eigentlich auch scheiße vorne. Und die Priester natürlich auch. Ja, das ist halt das Problem, ne? Die Bogen, also eigentlich habe ich lieber diese Ritter und dann hätte ich lieber die supergeilen Ritter und die Bogenschützen und die Heiler will ich eigentlich gar nicht haben, aber ich brauche die halt, um überhaupt das andere zu kriegen und das ist halt my problem. Könnte ich denn mal drei Priester kriegen? Unmöglich, glaube ich, oder? Und diese Gabel, diese mit den Heugabeln, ist eigentlich Müll. Das kann man eigentlich direkt in den Abfall werfen. Ich tu mal hier... Ja, warte. Ich glaube, ich kann auch noch gar keine Priester so bekommen. Das heißt, ich muss so arbeiten. Genau, die Bauern sind für die Steuerabgaben da. Die Glatzköpfe verprügeln alle. So wie Rikus. Das sind die Rikusen. Die Ritter machen Damage. Die Ninja, die schwarzen Typen machen mehr Damage, aber kriegen Schaden. Dann Bogenschützen und irgendwann werden die Bogenschützen dann gläubig und dann hat man ein Problem, weil dann kann man nicht mehr kämpfen. Wie lustig, wenn du wirklich mehr Gold, Geld bekommen würdest. Ja, also ihr müsst hier hin. Ach scheiße, das wollte ich auch nicht. Also jetzt werden alle meine Priester sterben, weil ich nur drei Swaps habe. Das ist ein riesiges Problem. Los, Bogenschützen, tankt! Ich glaube, ich werde diesen Raum nicht überleben, wie immer. Ich meine, ich könnte natürlich den Schaden von meinen Gümmeleinheiten jetzt auch erhöhen. Aber es macht mehr Sinn, auf die 60.000 zu sparen. Aber jetzt hier noch 10 Versuche zu machen, um 60.000 zu kriegen. Ist halt die Frage, ob das so sinnig ist. Okay, ich bin in Runde 10, soweit war ich noch nie. Heilen sich Priester gegenseitig? Ich glaube ja. Da hätte ich jetzt gerne noch geswappt, weil da hätte ich mal so einen Ritter gehabt, aber Computer sagt nein. Bogenschützen. Ich weiß doch auch nicht, was ich hier machen soll. Ich weiß doch auch hoch nicht. Zwei oben und zwei unten wären okay. Ja, ich habe halt... Ich müsste die jetzt eigentlich gleich nach hinten, aber ich habe nur einen Swap. Siehst du ja. Das ist einfach so dumm.
Deswegen gehe ich gerade einfach auf Masse und hoffe durch Zufall auch noch einen Priester. Durch Zufall mal irgendwie was geschissen zu kriegen. So. Oh geil, ich habe einen Ritter, aber der ist ganz hinten. Das ist halt auch wieder dumm. Du siehst meine Probleme. So, wenn ich jetzt hier mache, würde ich einen Bogenschützen bekommen. Aber dann werde ich ein Problem kriegen. Deswegen nehme ich lieber mehr zwei Einheiten und die Melees und dann packe ich die hier so hin. Du siehst meine Probleme, das ist gut. Ich sehe sie auch und das ist... Den da oben? Ah, jetzt kann ich auch mal mehr swappen, okay. Kann ich eigentlich Pause drücken? Ja, aber gut. Oh oh, ich glaube diese Runde. Oh, ich lebe noch. Ah, guck mal, ich krieg hier ordentlich Geld, ne? Also 13.000, eh, warte ich 10.000. Problem ist auch, irgendwann ist die Zeit vorbei und dann kommt so eine riesige Explosion und dann bin ich tot. Okay, 13.000, Runde 11. Was soll ich denn jetzt mit so einem Mistgabeltypen? Der ist nach 2 Sekunden tot. Ja, ich muss auf Masse gehen. Alles andere macht gerade leider keinen Sinn. Korrigiere mich, Victinix. Ich gehe jetzt auf viele Einheiten. Scheiß was drauf. Ah, ich habe keinen Swap mehr und hier vorne ist ein Priester. Guck mal, der Lanzenträger, der ist aus 4 Priestern fusioniert und der hält halt auch nur 2 Schläge aus. Das ist total dumm. Also eigentlich macht es hier gar keinen Sinn, auf die starken Einheiten zu gehen, weil du viel zu viele Kosten hast. Ja, und wieder RIP. Aber ich habe wenigstens 15.000 Gold. Und jetzt ist die Frage, was mache ich? Ein normaler Mensch, der das Spiel spielen würde, auf schlau, der würde jetzt einfach 60.000 Euro erfahren. Das ist aber langweilig und macht keinen Spaß. Ich könnte meine Einheiten verbessern. Aber würde ich damit dieses Level schaffen? Barbar und Alchemist hatte ich noch kein einziges Mal. Also ich muss eigentlich den Basisschaden von diesen Gümmeleinheiten erhöhen, um überhaupt eine Chance zu haben, da durchzukommen. Aber der Stärkeunterschied ist jetzt auch nicht so hoch, würde ich fast mal behaupten. Aber ich mach's trotzdem. Ich habe keine andere Wahl. Oder ich würde 7 Stunden dieses Level hier spielen. Und Masse statt Klasse. Das ist jetzt meine neue Taktik. Ich meine, bis Welle 10 geht's auch. Danach muss man halt so ein bisschen gucken. Im Optimalfall würde man halt swappen, dass die fast Toten alle wechseln. Das habe ich natürlich absichtlich gemacht. Nein, habe ich nicht. Du könntest ja mal gucken, oder kann ich auch selber mal, ob man die Swaps behält. Ich mache es einfach nochmal. Ach, wieso fusioniert ihr denn alle? Ich brauche doch Masse. Weil man kriegt, glaube ich, auch 2 Swaps zurück, wenn man 5er-Kombis macht. Aber ich brauche halt gerade so ein bisschen Masse. Ich will die Masse. Ich scheiße auf die Klasse. So. Außer natürlich, ich kriege irgendwie 5er-Fusionen. Ach, na. Ich will doch Masse. Also, gerade zumindest. Ab Welle 10 können wir darüber reden, dass es sinnig ist, stronge Einheiten zu haben. Ach, ey, Leute. Ich spiele das Spiel wahrscheinlich gerade so, wie man überhaupt nicht spielen soll, aber... Also, ich habe ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich gehe mit ganz vielen Standardeinheiten dahin, deren Level ich krass erhöht habe, oder ich spare 60.000 Gold. Ich glaube, Victinix, da sind wir uns beide einig, oder?
Meine Vierer-Fusion nehme ich immer gerne mit, da kriege ich wieder einen Zug zurück. Das ist für mich okay. Ich sage einfach ja, okay. Das ist nett. Dann fühle ich mich gut und denke, es liegt nicht an mir, dass ich hier scheitere. Ich will sogar noch 3. Oh, das wollte ich nicht? Na, egal. Aber die Antwort auf alles ist 3,7. Okay. Ich bräuchte jetzt jemanden, der das Spiel kennt und mich beraten könnte. Die Echsenmenschen hauen aber auch ordentlich rein. Meine Fresse. Aber okay, die drei werden jetzt zusammen fusionieren, was okay ist, weil die alle halb tot waren. So, einfach mal Masse. Ach, Jungs. Okay, ein Priester ist okay, dagegen sage ich nichts. Gucken wir mal. Ich weiß auch nicht, vielleicht gibt es ja irgendwie eine bessere Möglichkeit, Gold zu farmen. Oh, ich habe mein Achievement. Goblin Slayer. Defeat 500 Goblins. Kriege ich dafür Geld? Nein. Also eigentlich bin ich im Wikipedia-Ticket zu spielen, aber das Game... Ah, okay. Hä? Achso, da war noch einer dazwischen. Ich habe das nicht gesehen. Ich dachte, dieser halbtote Mann mit der Heugabe würde jetzt fusionieren. Dann gönne ich mir mal zu trinken, während jetzt meine halbe Truppe wahrscheinlich sterben wird. Ist ja auch ein Witz, ich könnte jede Runde 100 Euro oder 100 Geld austauschen, um zu gucken, was für nächster Gegner kommt. Aber das bringt mir halt auch nichts, weil meine Einheiten sowieso tot sind. Okay, aus den drei guten Melee-Einheiten wird ein nutzloser Bogenschütze. Hervorragend. Nee, so ein anderer, okay. Ach, immer diese Herausforderungen in Videospielen, widerlich. So, Glatzköpfe nach vorne, wie im Fußballstadion auch. Habe ich nicht laut gesagt. So. Sinnlose Bogenschützen. Juhu. Geil. Also sollte ich jetzt hier irgendwie eine Stunde lang dieses eine Level farmen und nicht weiterkommen, wäre das für mich sehr demotivierend, wenn man sich vorstellen könnte. Ich meine, vielleicht spiele ich auch scheiße. Aber es scheint sich zu bewahrheiten, dass man hier extrem viel farmen muss. Ja, was kann ich machen? So oder so? Wow. Cool, ein Priester. Sinnlose Bogenschützen. Hast du denn Verbesserungsvorschläge, Victinix? Wie kann ich meinen nutzlosen Kader an Spielern hier verbessern? Also die Priester sind ziemlich stark, glaube ich. Problem ist, wenn ich mal zufällig 3 habe und die nebeneinander stelle, kriege ich wieder eine Einheit, die insgesamt schlechter sind als 3 Priester. Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht. Das könnte ich upgraden. Also ich glaube, ich muss einfach den Schaden der Einheiten... Ja, das kann ich machen. Aber ich mache einfach erstmal hier Dimmök, Skillen. Ach, ärgerlich, okay. Ja, nee, jetzt kriege ich einen Priester. Eben die ganze Zeit meckert. Das hatte ich auch überlegt, hinten die Starken aufzubauen. Aber mit meiner Masse statt Klasse-Taktik. Funktioniert das auch nur semi-gut.
Vielleicht kann man das ja auch skillen, dass man öfters rappen kann. Tatsächlich, aber 20.000, puh. Wir machen mal die Vorschau. Da kommt jetzt ein Bogenschütze. Ja, ich tue die mal nach vorne. Zwei Priester, das ist natürlich strong. Habe ich jetzt so einen anderen Typen? Aber ich glaube, du musst auch wirklich auf Masse gehen, weil sonst hast du, ja gut, hier diesen komischen Mann mit seinem mit seiner Heugabel, den kannst du eigentlich direkt in den Mülleimer werfen, aber diese Option gibt es leider nicht. Ich weiß halt auch nicht, wie weit dieser Priester heilen kann. Das ist auch so mein Problem. Das habe ich gerade übrigens mal absichtlich verschoben, dass die Schwarzen sich nicht fusionieren, weil sonst hätte ich wieder das Problem, dass ich zu viele Einheiten verliere. Na gut, Müll. Juhu, Mülleinheiten! Passend zur Runde 10, die ich noch nie geschafft habe, kriege ich jetzt erstmal 4 von diesen Heugabeltypen. Ich sag's, wie es ist, ich glaube, ich werde hier verrecken. Sieht nicht gut aus. Aber ich sehe halt auch irgendwie keine Möglichkeit. Das Problem ist gerade, wenn ich das jetzt privat spielen würde, würde ich einfach ganz stumpf auf die 60.000 sparen. Aber das ist halt zum Zugucken nicht so interessant, logischerweise. Ach je. Vielleicht spiele ich auch gleich einfach noch eine Stunde Vampire Survivors. Ich glaube, ich schmeiß diese Hakentypen jetzt einfach immer weg. Die sind so nutzlos. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt erst in Runde 10 bin, ne? Wer weiß, wie lange es dauert, bis man dann in Runde 15 kommt. Das ist halt jetzt. Das war das, bevor ich Angst hatte. Ich habe, wie gesagt, da warst du, glaube ich, noch nicht da, mein Internetvideo gesehen. Ich habe hier die Hälfte der Level gesehen, jetzt nach knapp 2 Stunden. Und dachte mir so, okay, wieso hat die andere Person jetzt nochmal 9 Stunden für die letzten 10 Level gebraucht? Und ja, es ist so ein sinnloses Gefarme scheinbar. Deswegen gucken wir mal. Also, ich nehme es ja auch für YouTube auf. Wir machen mal die nächsten. Wie lange geht die Aufnahme schon? Gucken wir uns mal noch 20 Minuten das an, aber ja, weiß ich nicht. Ich will ja auch Sachen hochladen, die man sich eigentlich gerne anguckt. Oder sagst du jetzt von dir aus? Es ist mega spannend zu sehen, wie Barry schon vorher weiß, dass er stirbt. Ich meine, kann man hier Goblins töten? Der Goblin Slayer wäre stolz auf mich. Weil es bringt auch nicht, jetzt starke Einheiten aufzubauen, wenn die später sowieso in 2 Runden wieder tot sind. Also ich habe das Gefühl, dass alles, was ich hier mache, keinen Sinn ergibt und vollkommen egal ist, was ich mache. Ja, das ist nämlich das, was ich denke, weg der nächsten Mal. Guck mal, wenn ich es jetzt nicht schaffen sollte,
Und davon gehe ich leider ganz stark aus. Dann spielen wir gleich noch eine Runde Vampire Survivors in der zweiten Stunde. Was ich im Moment privat relativ gerne spiele. Du wirst das Spiel ja sicherlich kennen. Als junger Mensch kennt man ja noch alle Spiele. An sich ist die Grundidee dieses Spiels eigentlich echt cool, aber ja, es ist mir halt irgendwie zu viel Gefahr. Aber das ist so, ich skill jetzt einfach irgendwelchen Damage hoch, das ist mir auch egal. Ich könnte mir auch echt vorstellen, dass The Roguelike dieses Spiels hier echt cool ist, aber ich habe halt ein Problem damit, wenn so ein Spiel halt nur so aus sinnlosen Gefahren besteht. Aber vielleicht schaffen wir es jetzt ja. Aber nö, werden wir nicht. Fun Fact. Okay, keine Zufallsfusion. Vielleicht muss ich die auch am Ende des Kampfes aktiv mehr swappen, um halt bessere Einheiten zu kriegen. Ich glaube schon, dass ich das falsch mache. Das geht also auch, okay. Das ist halt auch gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Auch wenn das nur so ein paar Mannequins sind. Ach ja. Okay, was passiert jetzt? Keine Zufallsfusion. Ja, okay, diese Runde bin ich auch gefühlt irgendwie noch schlechter als die davor. Ja, komm, leck dich am Arsch. Ich denke, ich werde diesmal in Runde 9 sterben. Und dann werde ich sehr demotiviert sein. Ja, danke, Victinix. Mach's gut. Bis dann. Cool. Ich habe eine bessere Einheit. Habe ich noch Upgrades? Ich meine, jetzt geht Victinix und jetzt schaffe ich das bestimmt. Das wäre witzig. Aber nee, ich denke auch, da müsste ich jetzt entweder, wie gesagt, oh Gott, so viele Goblins. So viele Farmen, um das zu schaffen. Und, ich meine, vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit, Gold zu kriegen, irgendwie durch Nuzlocks oder irgendwelche Challenges oder so. Ich habe ja keine Ahnung. Aber mir persönlich ist das, ein bisschen zu viel Gefarme. Jetzt werden wir sterben. Kann ich denn hier irgendwie noch was machen? Eigentlich. Ich habe auch das Gefühl, dass ich, egal was ich mache, einfach immer versage. Nichts kriege ich so mal ein bisschen Platz auf meinem Feld. Aber gut, das bringt mir halt auch nichts. Also. Man kriegt doch relativ schnell Geld. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man sich hier zu Tode farmen würde und jetzt mehrere Wochen farmen muss, aber... Ja, wir skillen mal Damage. Vielleicht schaffen wir es ja zufällig, aber... Sonderlich optimistisch bin ich nicht. Aber auch trotzdem, wenn ich es jetzt nicht schaffe und wahrscheinlich gleich dann quitte. Ich finde das Spiel trotzdem gut. Also, es eignet sich halt nicht so als
Projekt, sagen wir es mal so. Aber zum Privatspielen, ich werde es auch privat, denke ich mal, weiterspielen. Was auch noch cool wäre in dem Spiel hier, fände ich, wenn jetzt nicht nur die Einheiten sich weiterentwickeln würden, wenn die quasi geswappt werden, sondern sich auch so vielleicht ein bisschen weiterentwickeln. Das hätte man auf jeden Fall auch noch verbessern können. Aber mich hat man ja nicht gefragt. Jetzt haben wir hier gerade einige gute Kombis, die mir doch noch ein bisschen Hoffnung machen. Oh, wir haben den ersten Barbar. Ich habe jetzt den Statustext leider weggeklickt, aber... Ah, guck mal, und jetzt kriegen wir auch... Wieso kriegen wir jetzt auf einmal die Lanzentypen nach vorne? Ist das einfach Glück? Ich glaube, das war Glück. Die Barbaren müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen heilen. Den will ich nicht verlieren. Wenn ich schon mal einen Barbaren habe. Wir haben Level 10 geschafft. Oder Runde 10. Ich bin begeistert. Bin doch nochmal weitergekommen. Irgendwas. Ja, los. Wir geben dem Barbar jetzt mal ein bisschen Power, auch wenn es nur eine Einheit ist. Barbarian noch. Und der wahrscheinlich eh schnell sterben wird, aber... So, fusioniert euch alle fleißig. Es sind halt immer die gleichen Gegner, ne? Das war jetzt dumm. Ich kann den Barbar... Ja, wobei, vielleicht wird der Barbar jetzt geheilt. Der macht auf jeden Fall ordentlich Schaden. Und wir sind tatsächlich nochmal weitergekommen. Eventuell, ganz eventuell, oh, sogar noch ein Barbar. Das ist natürlich nicht schlecht. Schaffen wir das Level sogar? Alchemisten. Wäre natürlich cool, nochmal so einen Alchemisten hier zumindest zu zeigen, aber ich glaube, es wird mir nicht vergönnt sein. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Aber wie gesagt, ich werde jetzt dann gleich... Denke ich mal, das Spiel wechseln. Und ja, damit ist dann dieses Projekt auch beendet. Also wie gesagt, das Spiel, wie gesagt, cool, aber es eignet sich irgendwie nicht so wirklich für YouTube, finde ich. So, die müssen auf jeden Fall stärker werden. Haben wir gleich ein Problem. Haben wir nur noch zwei Züge. Oh, jetzt haben die auf einmal Zauberstäbe. Das ist auch nicht so gut. Mit Barbaren und Lanzenträgern geht es hier auf jeden Fall doch ein bisschen besser. Also diese Runde werden wir, glaube ich, auf jeden Fall noch schaffen.
mich zumindest. Und ja gut, sterben meine beiden da vorne. Kann ich den nach hinten schieben? Nein. Wow, wir haben tatsächlich das Level geschafft. Ich bin ja begeistert. Was können wir denn hier machen? Die machen wir mal wieder nach hinten. Jetzt kriegt man auch viel coolere Sachen zugeschickt. Also vom Spiel. Zugeschickt ist das falsche Wort. Aber ich sehe mich im Moment nicht, hier das zu schaffen in dieser Runde. Ich glaube, das wird unser Tod sein. Also mir fehlt hier, wie gesagt, eine Vorsprungfunktion. Das ist eigentlich so die größte Kritik, die ich in diesem Spiel habe. Aber grundsätzlich macht es auf jeden Fall Bock. Aber ich weiß nicht, dieses Gefarme hier muss ich jetzt, glaube ich, nicht auf YouTube hochladen. Von daher, mein Fazit jetzt noch 3 Stunden. Cooles Spiel, ich werde es auf jeden Fall auch, glaube ich, privat weiterspielen. Ja, mal gucken. In dem Sinne, bis dann, macht's gut. Tschüssi.